Songs raten. Revi Tudel, Renzo, ich darf mitraten, ich bin schnell. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem wunderschönen Zweikanal, der da heißt Rezo. Ja. Toll. Ey. You. Nice. Und zwar habe ich den lieben Talle dabei, ich habe den lieben Revi dabei und wir spielen heute Songs raten. Extrem. Extrem klingt immer cool, wenn man das sagt. Ja, ja. Der liebe Jakob. Jetzt. Boah, diese ganzen Ketten, was ist da los? Hab ich den Namen gedroppt. Alter. Oh. Jetzt ist raus. Jetzt ist raus. Der liebe Jakob spielt jetzt gleich ganz kurze Snippets von Songs ab und dann sagen Revi und ich den Songtitel und Tadel sagt, was? Ich kann halt die Charts nicht, tut mir leid. Das ist so wie letztes Mal. Selbst wenn ich es weiß, brauche ich einfach 5 Sekunden. Die redet aber auch so langsam immer. Ich habe 3 Jahre lang jeden Tag von morgens bis abends gekifft. Mach das nicht, Leute. Das ist der Vorteil von Revi. Wegen Crack ist der schneller im Kopf. Nehmt einfach 3 Jahre Crack, dann seid ihr schnell. Aber ihr pisst Blut. Oh Gott, oh Gott. Man kann aktuell 3 Sätze verwenden. Das reicht. Ihr müsst Künstler und Namen sagen. Wenn einer von beiden nicht stimmt, dann kriegt ihr keinen Punkt. Alter, ich liebe seinen Akzent. Ich will mich auf sein Gesicht setzen. Der Akzent war auch der Hauptpunkt, warum ich ihn genommen habe. Ja, der kann gar nicht cutten. Nein. Oh Gott, Alter, was passiert hier? Ja, seid ihr bereit? Let's go. Das ist Billie Eilish. Bad Guy. Ja. Das hätte ich auch gewusst. Ja, okay. Ich darf nicht anhalten, ne? Das ist ja blöd dann. Okay, ich bin schneller als die. Keine Sorge, ich bin sehr gut. Alle YouTuber ADS haben. Mach einfach den nächsten. Scheiß auf, was der mit dem Mund macht. Okay. Ich hab 8 Mile gesagt. Fuck, ey. Du hast AIDS-Beil gesagt. Ich bin einfach so wie Tadel, Alter. Wir hatten einfach so das langsamste Match ever. Wenn ich artig bin, dann muss ich das 8 Mile. Ich schwöre, ich kann einfach nicht so schnell denken. Aber du kennst den Song, oder? Ja, aber genau. Ich höre das und denke so, also natürlich jeder kennt den Song. Eminem. Was ist das nochmal? Genau, in meinem Kopf gerade passiert. Song, und ihr habt das schon lange gesagt. Du musst einfach den Filter aus deinem Kopf nehmen und einfach reden, was in deinem Kopf ist. Ich habe eine ganz schlimme Blockade. Das klingt so sad wieder. Mach einfach wieder den nächsten. Ja. Okay, was Deutsch ist jetzt? Die erste sind das mit Junge. Verdammt nochmal! Ey, du musst doch reden! Du hast mir nichts gesagt! Ja, du wieder so. Hab ich gedacht, aber ich muss ja den Songtitel wissen. Ja, aber du hast nicht mehr Ärzte gesagt! Cool. Ich bin auch viel zu langsam dafür gerade, es ist unfassbar. Dabei bin ich. Also, das ist ja auch geschnitten, die sind ja eigentlich nicht so schnell. Ich wäre eigentlich viel schneller. Songtitel noch nicht wusste. Ja, aber du kannst doch wenigstens schon mal anfangen. Wir haben doch auch schon die Ärzte gesagt. Ich mach keine halben Sachen. So wie wir. Nächster Song, let's go. Das war's. Oh, ich glaube, ich weiß, was es ist. Nee, das ist Apache Roller. Richtig. Nee, was? Wirklich? Ja, stark. Kannst du nochmal zeigen? Was macht Apache da für ein Geräusch? Ja, der macht brumm. Weißt du, was ich gedacht habe? An Daddy Yankee Gasolina. Da ist nämlich auch so ein Zoom. Weißt du, was ich gedacht habe? Was? Vielleicht weiß es ja einer von denen. Ey, weißt du was? Lass mal jetzt in der nächsten Runde. Einfach nichts sagen und T. Genau. Nein, wir warten nicht. Einfach, bis T was sagt. So. Einfach nur um auf. Okay, Tadel und ich, wir beide gegeneinander. Tadel, ich bin bereit. Willst du wissen, wie lange würde es denn dauern, bis da was kommt? Genau. Das ist schrecklich. Wir wollen dich jetzt nicht unter Druck setzen, aber halt schon sehr, indem wir die Aufmerksamkeit komplett auf dich legen. Let's go, wir sagen nichts. Lady Gaga Pokerface. Ja, ich kenne das. Ich weiß es. Ich kenne das, aber was ist das nochmal? Soll ich ein bisschen mehr geben? Ja, gib ihm mehr. Hat er ihn einfach mal kurz komplett gefickt, Alter. Komplett Ehre genommen, du kannst nie mehr als Rapper auftreten. Ich hab dich gefickt gemacht. Nein, du bist in einem ganz falschen Song gerade. Ich geb dir noch was. Hä? Ey, den kennst du. Ja, ich kenn den, aber ich weiß nicht, wie der heißt. Pokerface Lady Gaga. Ja! Alter! Sorry. Also wenn wir für 30 Sekunden nicht drauf kommen, dann hast du eine Warum Chance. Aber es ist cool, dass du es wusstest. Bist du Musiker? Fatality. Oh, Junge. Kommt ja. Yeah. Moneyboy, dreh den Swag auf. Yeah. Boah, als ob. Aber ich war schneller, 40 Punkte für mich. Oh, damn, Bro. Ja, das kenne ich. Da ist er dabei. Ich höre viel Moneyboy. Ich höre viel Moneyboy. Monte Carlo. Ich bin ein großer Fan der Trap House Kitchen. Ich auch. Ja, Moneyboy. Der kann Schürzen rausbringen. Ja, weil es zu ihm passt. Das heißt, du könntest so Cracklöffel vielleicht raus. Ey. Aber ich kann auch. Ich kann auch Schürzen rausbringen. Was soll das denn? Was soll das denn jetzt? Hör mal auf, allen zu sagen, dass ich Crack rauche, Mann. Sieh du, mein Block. Boah, Alter, wie schnell das
Das war wirklich sehr schnell. Ich meine, ich hab's auch sofort erkannt, aber wie schnell das aus deinem Mund kommt. Ja, Rezo, du fühlst das langsam. Ja, ja. So, am Anfang konnte ich auch mithalten, aber jetzt ist er Piu. Er macht Crack mit dir bessere Konzentration. Ich nehme keine Drogen. Was soll denn das? Ich hab einfach ADHS. Ich sollte wahrscheinlich Drogen nehmen, um das zu therapieren, aber ich tue es nicht. Ritalin. Weil das scheiß System nicht ficken kann, Alter. Ritalin ist eine Droge. Nimmst du Ritalin? Nein, für jemanden wie mich, der sich ohne Ritalin damals gar nicht hat konzentrieren können, war das eine enorme Hilfe. Und ich habe es wirklich dann geschafft, dadurch mein geisteskrankgarstiges Sozialverhalten irgendwie in den Griff zu bekommen. Ich habe nicht ständig Stifte durch die Gegend geworfen, anderen Kindern den Stuhl weggezogen. In der Klausur den Lehrer gebissen. Nein. Offensichtlich bis heute kein Ritalin mehr. Ja. Nein, das stimmt. Dizzy, danke schön für den Sub. Ritalin ausprobieren. Ey, mach das. Also ich fand's echt total spannend. Schneid das rein. Ich will gerne Ritalin probieren. Ja, Mann, mach das. Ey, aber wirklich, es war so ein Flow, in dem ich war. Mach das nicht, ganz kurz. Nehmt nicht Sachen, um die Performance irgendwie zu enhancen oder so. Nein, ganz ehrlich, seid einfach euch bewusst, wie scheiße ihr seid. Ich wollte jetzt hier mal so eine moralische Keule raushauen. Kann ich das nicht? Nehmt Ritalin. Mann, ich kann das nicht. Imagine. Ich kann das nicht. Nee. Nächster Song. Gangnam Style. Krass. Mann. Ich hab gemerkt, ich kenne das. Aber Mann, das Alter. Das nicht so schnell geschafft. Guck mal, da merkst du, der Unterschied ist, wir haben halt schon mal Ritalin genommen und du nicht. Da werden Wege gesetzt in deinem Kopf. Neuronale Verbindungen. So heißt es. Hier hast du einfach verklebt mit dem scheiß THC, mit diesen Brocken. Dann die Hälfte der Knoten in meinem Gehirn wurden aus Ritalin gebaut. Mega Doping. Auf lange Zeit. Okay, nächster Song. Ab jetzt. Und go. Jause, Ray Insights, ja, den kenne ich. Boah, ey, was? Ja, okay. Den haben wir in 2 Stunden geschrieben und ich war nicht mal besoffen. Aber ich glaube auch, so Songs musst du in kurzer Zeit schreiben, sonst ist es falsch. Du darfst da auch nicht einfach zu viel nachdenken. Das ist wie eine Michael Wendler Instagram-Story. Einfach schiel. Good morning in the morning. Ich muss sagen, ja. Nur bei ihm hat es halt auch einmal dafür gesorgt, dass er dann seine Karriere nicht mehr hatte, ne? Bezüglich der angeblichen Corona-Pandemie. Ich sag ja nur, es kann auch so schief gehen, wenn du nicht nachdenkst bei der Instagram-Story. Deshalb kifft nicht 3 Jahre am Stück und versucht nachzudenken. Tee, jetzt, du bist geistig flink jetzt. Ja. Talle nur noch so an der Kette am Rumspielen, auch inzwischen komplett weggesaugt. Tschüss, einfach das Spiel. Let's go. Oh Gott. Ich will jetzt sagen, aber ich sag's nicht. Ich weiß. Nochmal bitte was, bitte wie, bitte wo? Warte, wir müssen mal. Ich will jetzt sagen, aber ich sag's nicht. Let's go. Namen von Namen hier so, hier Linkin Park featuring bei In The End, aber es könnte auch featuring Jay-Z sein, weil die haben den gleichen Dings. Ich den ganzen Song weiter. Ey, die haben so viele geile Tracks. Ja, dann halt nicht. Okay, nächste Runde. Boah. Da war die vorhin 50, als sie das gedroppt hat. Alter, Cher, Junge. Sieht immer noch hot aus. Boah, da ist jemand Fan. Oh. Merkel auch, ne? Nächste Runde. Eilige Knossi, ja. Verdammt! Ja, dann sagst du. Ich musste es noch zusammenfügen. Tut mir leid. Also, Eilige Knossi. Muss zusammengefügt werden. Also das Ding ist, es bringt mir ja auch nicht, wenn ich nur die Hälfte ausspreche. Doch, mach einfach mal. Das Ding ist, wenn du es dann sagst, in der Zeit denkst du ja weiter. Also dein Mund kann ja aussprechen, während dein Kopf noch den Rest nachschiebt. Multitasking oder was? Die Frage so. Multitasking oder was? Ja, weiter. Let's go. Ja, das ist TJ Beastboy, der Mentor-Sway. Ja. Hattest du den? Das kannte ich nicht. Den? Ich kannte den. Ich habe die Stelle so oft gehört. Ich finde aber auch kein Scheiß, dass der beste Song von der EP. Ich bin ein bisschen biased. Aber das Einzige, was ich schade finde, ist, dass der letzte Part nicht irgendwo schon mal in der Mitte vorkommt. Jedes Mal, wenn er kommt, stelle ich mir live vor, da reißt man doch die ganze Hütte ab. Dankeschön. Das ist so eine Hymne. Ich freue mich schon auf den Moment, wo ich den Part live höre. Ich komme auch nur für den Part, feier den ab und gehe wieder. Und für die Rezo live. Next one. Seid ihr bereit? Ja. Was? Kennst du? Ja, keine Ahnung, lul. Ich kann euch auch mehr geben. Gib mir mehr. Okay, ich gebe euch mehr. Jeder Rap-Song ever. Bei den Bands von Bones MC. Und? Keine Ahnung, Tim Bensko, ich weiß es nicht. Was mit AK außer Kontrolle. Tim Bensko war nicht dabei, ne? Weil ich dachte, Tim in meinem Benz, Tim Bensko. Wow, Alter. Boah, kann mir jemand einfach in die Fresse schlagen, bitte, wirklich. Nächster Song.
Das sind die Prinzen. Die Prinzen, alles nur geklaut. Ja. Beide wieder. Boah, war ich viel zu langsam. Ja. Boah, die Prinzen waren wild. Das sind auch Sachen, wo ich rückblickend denke, ey, das sind eigentlich sehr, sehr gute Songs. Alter, Wolfgang Petri, Gänsehaut. Nee, da bin ich dann raus. Also nicht jeder Popsong ist ein guter Song. Hä? Nee. Da hab ich das erste Mal gehabt mit meiner Schwester, das war saugeil. Ich bin ein Junge. Ich komm vom Dorf. Okay. Baby Wop Up, Baby Heineken. Ja. Alter, das ging so. Das ging ein bisschen zu schnell. Junge. Da merkt man, du bist von uns hier derjenige, der das YouTube-Game am meisten. Ja, gut. Das ist Smash Mouth All-Star. Ja. Ah, Revi streamt mehr, den musste der haben. Ja, dumm. Heute kein Craft Attack heute. Nobody wants to me, the world is gonna rule me. I ain't the sharpest tool in the shed. Ja, geil. Okay, nächster Song. 50 Cent in the Club. Oh, Alter. Fuck! Alter. Curtis Jackson. Ja. Hey, das ist, wenn ich jemand frage, hey, Curtis ist dir. Wow. Curtis dir. Da kann ich mir das Jackson. Nächster Song. Einen haben wir noch. Okay. Ja, letzter Song. Geil. Eminem, Godzilla mit Juice WRLD. Ja, richtig. Sehr gut. T, guck, du hast noch ein paar Punkte abgesagt. Ja, komm, lass uns über was anderes reden. Was ich hätte dazu sagen sollen, der letzte Song war jetzt auf 50 Punkte wert. Das heißt, obwohl ich jetzt mehr erraten habe, einfach nicht gewonnen. Ja, haben wir leider erzählt, die meisten Punkte gemacht. Ich find's unfair. Findest du? Ich bin so, ich kann nicht verlieren. Kannst du nicht? Nee, ich bin jetzt 2 Wochen traurig. Finde ich gut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch, sag mal, dass die Leute liken. Ah ja, Subscribed alle, hittet die Bell. Schaut auch bei den anderen beiden, die streamen. Sie haben auch Channels, hier sind die Kanäle. Checkt die. Das finde ich sehr gut. Ich finde, ich war auch sehr gut und ich habe sehr viel Punkte. Ich mach einfach weiter, komm.